Ja, was geht's euch? Palin, Palin zum Part 7 mittlerweile zu The Evergreen und in Kombination zu Cult Curse. Ja, Part 7. Mittlerweile führen nur mehr die Heroes, ich glaube zwar so Minions und die dicke Bertha, aber die werden wir jetzt dann in den nächsten Videos, glaube ich, alle mal miteinander zusammenfassen, weil sonst wird diese Serie bis in die Unendlichkeit gehen. Und das wir irgendwann am Ende finden. Aber diesmal habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen, damit wir ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, kontrastreich arbeiten, will ich glaube ich gar nicht so sagen, aber es wird halt ein bisschen anders werden. Was nur mehr zu anmerken ist an dieser Serie, ich verwende immer wieder dieselben Farben und ich möchte nur damit sagen, dass man eigentlich mit denselben Farben, sage ich jetzt einmal, ohne recht viel Variation einzubauen, sage ich jetzt einmal, trotzdem sehr viele Differenzen ausholen kann. Ja? Dieser Adjusting, was wir da machen, ist eigentlich nur Speed Adjust, sage ich jetzt einmal, quasi alles ist besser als wie grau. Also bitte nicht irgendwie aufhängen darauf, dass da nicht irgendwelche Details gemeint werden oder sonstiges. Also das ist auch nicht Sinn und Zweck, es soll einfach stimmig werden im Vergleich zum gesamten Spiel. Deswegen eher pastellig und düster gehalten. Ja. Wen machen wir heute? Und zwar ist das in Part 7, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob es eine Frau oder ein Mann ist, die mit der Kutte, die was halt so ein Seil hält. Vier Miniaturen, viermal gleich angemalt. Ich wieder mit meiner unglaublich tiefen Barry White Stimme begleiten. Und sonst sehen wir sie gleich im Video. Bis gleich. So, meine lieben Pigment-Schieber und Farbwahnsinnigen, wir starten mit Malignant Green und zwar wieder mit den Speed Paints. Wir werden in den ersten Schritten initial wieder alles in die Airbrush loaden. Ihr könnt es dann quasi ganz frei entscheiden von der Intensität. Ich bin eher so derjenige, der was das quasi wieder dünner mischt mit einem Medium. Und was werden wir im ersten Schritt bearbeiten? Und zwar sind das von den vier Miniaturen die Hosen. Ja, wir werden da quasi einmal die Hosen ordentlich eintinten mit der Farbe, Schritt für Schritt. Und je intensiver, dass ihr das quasi haben wollt, ist relativ einfach. Trocknungszeit, zweite Schicht drüber. Und im nächsten Step werden wir sich quasi in der ersten Trocknungsphase für die Hosen schon um die Base kümmern. Bis gleich. So, klassische Farbe Sand Golem. Und um was kümmern wir uns im nächsten Schritt? Wir pumpen ordentlich einmal die Airbrush voll und kümmern uns gleich um die erste Farbschicht auf der Base. Ihr müsst da gar nicht schauen, ob das recht genau gemalt ist oder vom Sprühwinkel her, sondern knallt einfach die Base einmal mit diesem Sand Golem voll, damit einmal die erste Grundschicht drauf ist und im nächsten Schritt kommen dann quasi die nächsten Farbschichten dran.
So, wir finishen schon langsam die Bases, starten dann mit so einem Sealot Yellow. Das wird unsere erste knallige Farbe. Also da könnt ihr ruhig ein bisschen pur reingehen. Das muss man nicht zwingend verdünnen. Wichtig ist nur in der Grundierung initial natürlich, dass es schwarz und quasi Zenithal in weiß gehalten ist. Das Gelb wird quasi die Kutte werden, beziehungsweise diese Jacke, die was diese Miniatur anhat. Und wieder, je intensiver, dass ihr die ganze Sache haben wollt, lasst es einfach ein, zwei Minuten trocknen dazwischen und geht dann quasi gleichzeitig wieder mit derselben Farbe über denselben Bereich einmal drüber. Schauen, dass alles schön abgedeckt ist. Und dann keine Sorge, es wirkt vielleicht jetzt nur ein bisschen eintönig, aber wir werden dann schon noch ein bisschen eine Farbe hineintricksen, damit es ein bisschen knalliger und schöner wirkt. So, weiter geht's im nächsten Schritt mit Slaughter Red. Was machen wir mit dem? Wir werden initial diesen komischen Gürtel bzw. dieses Hüfttuch bemalen. Da würde ich aber schon initial auch empfehlen, das Ganze mit ein bisschen Medium zu verdünnen bei den Speedpaints. Entweder das fertige Medium, ich nehme immer mein fertig gemischtes. Solange bis die Konsistenz für euch halt passt, nicht zu dick, nicht zu dünn. Selbst wenn es zu dünn wäre, ist es ebenfalls kein Weltuntergang, trocknen, zweite Schicht. Ja. Was werden wir bemalen? Einerseits diesen Gürtel und im Anschluss ist es ganz wichtig, also ganz wichtig, oder was war mein Schritt zu dieser ganzen Partie? Bei dieser Kapuze gibt es oben im Rahmen bzw. im Kranz, beim Kapuzenbeginn, beim Gesicht, gibt es so ganz kleine, feine Stickereien. Und da wird sie mit dem Detail an und für sich sehr leicht dankbar sein, weil ihr nehmt den Pinsel und tintet quasi einfach mal mit der Spitze drüber, dass es wie eine Shade verläuft. Ja? Und unverändert wieder der Step, will man es intensiver, dann trocknen lassen und eine zweite Schicht darüber. So, oben dieser Farbkranz, so wie vorher genannt, ja, oder also Farbkranz, wie diesen Kapuzenkranz, den tinten wir mit demselben Rot, wie wir quasi diesen Gürtel gemacht haben. Da muss man gar nicht so schauen, dass das genau ist, überhaupt nicht. Einfach nur quasi die Pinselspitze drauf tinten, die Farbe erledigt dann in der richtigen Konsistenz an und für sich ganz alleine den Rest. So, das hat schon ganz nett ausgeschaut, glaube ich, bis jetzt. Hardened Leather wird unsere nächste Farbe von den Speedpaints. Unverdünnt kann man das, beziehungsweise auch ebenfalls wieder mit Medium. Ich bin immer so ein bisschen ein Medium-Fan, schadet nicht. Ja. Was machen wir? Wir verdünnen das ein bisschen und tinten und painten mehr oder weniger das Seil, was diese Miniatur in der Hand hält. Da würde ich schon ein bisschen aufs Detail achten, beziehungsweise auf die Pinselführung, weil da sind ein paar Hautstellen dazwischen.
beziehungsweise ein paar Überschneidungen mit dem Mantel, dass wir da nicht zu viel hinausmalen. So, das ist einmal das Ergebnis. Fürs Erste, die nächste Grundschicht kommt mit Crusader Skin von den Speedpaints. So wie es der Name der Farbe schon sagt, werden wir jetzt die erste Schicht an der Haut auftragen. Da würde ich schon empfehlen, je nachdem wie gut dass ihr dieses Sanitel gemacht habt, also je nachdem wie viel mit Weiß gedeckt ist und wie viel nicht, könnt ihr da beim Gesicht bzw. bei den Händen und bei den Fingern innen gut hineingehen. Natürlich dort, wo weiß ist, im Sinne der ersten Grundierung, wird die Farbe markanter sein. Dort, wo es dunkler ist, umso weniger. Ja, was aber gar nichts macht, wir werden dann quasi nur im späteren Schnitt ein ganz, ganz, ganz dezentes Highlight setzen, damit man erkennt, dass es Haut ist. So, wir haben jetzt die erste Grundschicht eigentlich auf jeden Bereich einmal aufgetragen. Wir kümmern uns als nächster Schritt mit einem Weiß bzw. mit so einem cremigen Weiß um erhabene Hautstellen. Ja, das heißt, ihr dippt euch quasi einen kleinen Tropfen hinein. Da würde ich aber schon empfehlen, das Ganze etwas dünner zu gestalten. Ich mische immer, sage jetzt mal, ein bisschen die Mutterfarbe des Crusader Skins oder quasi der initialen Hautfarbe ein bisschen hinzu. Und highlighte unter Anführungsstrichen, wie zum Beispiel das die Jochbeinknochen, die Stirn, die Nase, ein bisschen das Unterkiefer, beziehungsweise teilweise ein paar Finger, je nachdem, wo es jetzt situativ passt. Dort, wo gut weiß gedeckt ist, initial, da kann man das natürlich auch quasi nachtragend noch ziehen. Legt nicht zu viel Wert aufs Detail, je besser natürlich ihr ins Detail geht, ist es gut für euer Handling mit dem Pinsel, aber wir wollen es ja quasi keep it simple machen, okay?
So, willkommen wieder zu St. Golem, ein Klassiker. Damit quasi die obere Hälfte der Miniatur halbwegs trocknen kann, kümmern sich wir wieder weiter um die Base. Diesmal würde ich aber schon auf die Sprührichtung achten, das heißt wir schauen, dass wir initial nur die äußeren Ränder der Base mit der Airbrush erwischen. So werfen wir quasi den ersten holzigen Kontrast zwischen diesen zwei Farben hinein. So, im nächsten Detailschritt, Greyfloat Grey, also ein Grau, ihr könnt auch natürlich ein Schwarz oder ein helleres Braun oder ein dunkleres Braun, ein blauer Grey, ihr könnt nehmen, was wollt letztendlich. In dem Fall ist es Greyfloat Grey, um was kümmern wir uns? In der Base selber gibt es Details, das heißt, da liegen Seile herum, zwischen den Beinen liegt eine große Glasflasche. Und da würde ich ebenfalls wieder auf die Konsistenz ein bisschen achten. Entweder, je nachdem wie der Untergrund für euch sich dann ergibt, kann man die Speed Paints oder Contrasts, ist ganz egal, ad purum auftragen, das heißt pur ohne irgendein Medium. Oder ihr verdünnt es ein wenig mit Medium und legt quasi einfach nur den Pinsel, die geladene Pinselspitze drauf und der Rest fließt dann quasi von alleine. Nächstes Detail in der Base mit Hive 12er Purple oder auch Lila Tippen. Wir kümmern uns um diese Flasche zwischen den Beinen. Unverändert, je nachdem wie gut die Grundierung unten drauf ist. Wenn natürlich die Grundierung schwarz ist, werdet ihr von diesem Lila nicht viel sehen. Ja. Bei ein paar Miniaturen, also ich glaube bei zwei, war es relativ schlecht. Also weniger weiß, sage ich jetzt einmal, deswegen sieht man weniger. Die anderen waren halbwegs gut erwischt. Darum sieht man mehr. Aber hier würde ich ebenfalls mit der Konsistenz eher dünn auftragen, quasi fast schon wie eine Glaze, und einmal die komplette Flasche damit benetzen. So, Zeit wird für den ersten coolen Farbeffekt, und zwar mit Plasmatic Boat. Ich würde es initial, wenn ihr kein Gefühl dafür habt, würde es in die Airbrush laden und ein bisschen Medium dazugeben. Dann kann man sich in der initialen Farbschicht einmal anschauen, wie gut oder wie contrasty wirkt es für mich. Was soll das sein? Es soll ja ein bisschen so ein Leuchten sein, das was vom Wasser her weggeht. Und ein blau-grünes Schimmern. Ja, das heißt, wir schauen da sehr wohl auf die Sprührichtung. Dort, wo die Miniatur hinblickt, von dieser Seite sprühen wir auch mit der Airbrush. Ja, das ist im ersten Schritt die erste Schicht. Don't panic. Im Anschluss kommt noch ein bisschen was. Achtet darauf, dass vielleicht auch nur ein bisschen unterm Seil etwas erwischt, je nachdem, wie die Spiegelungen euch am besten gefallen.
So, jetzt verfeinert man nur diesen Licht- oder Farbeffekt mit einem Magic Blue. Ebenfalls pur in die Airbrush geladen, habt ihr kein Gefühl dafür oder wollt quasi eher die ganze Sache etwas vorsichtig gehen, dann natürlich ein bisschen dünner. Ja? Jetzt markieren wir uns quasi mit diesem Blau nur, ich sage jetzt einmal, Hotspots. Ja? Das heißt zum Beispiel, dass von der Miniatur aus gesehen das linke Knie, der linke Oberschenkel, ein bisschen die Schulter. Ja? Somit liefert man zwischen den Grün, zwischen den Gelb und mit dem Blau einen schönen Kontrast. Da könnt ihr aber ruhig die Base mitnehmen, ja, dann wirkt es ein wenig stimmiger aus meiner Sicht. So, schaut schon ganz gut aus, glaube ich. Wir merken, es gibt ein bisschen einen Schimmer, einen düsteren Schimmer, Leuchteffekte, was quasi von Evergreen kommt aus meiner Sicht. Jetzt im letzten Schritt, damit wir quasi unseren Speed Adjust oder unsere schnelle Farbe auf der Miniatur, damit wir die Details noch rausholen, kommen wir quasi zu einem simplen Schritt. Ihr nehmt quasi ein Weiß und wir werden Trockenbürsten. Nehmt irgendeinen Pinsel, der was quasi veraltet ist und nicht mehr schön. Tippt irgendwo was hin. Trockenbürsten, glaube ich, per se, die Technik brauche ich nicht für erklären. Ladet einen trockenen Pinsel, streift ihn aus und geht locker flockig über die erhabenen Kanten der Miniatur drüber. Ja? Je nachdem bringt es natürlich nichts, alle Kanten quasi trocken zu bürsten, weil ja natürlich nicht überall das Licht hinkommt. Deswegen würde ich empfehlen, zum Beispiel nur dort, wo wir vorher mit der Airbrush waren, also quasi von vorne, dort, wo die Miniatur hinblickt, in diesem Bereich das Trockenbürsten zu machen. Keine Sorge, der Fokusgott wird gleich wieder zurückkommen. Es war ein wenig tricky mit allem Drum und Dran in der Aufnahme.
Okay, wir kommen dann schön langsam zum Schluss der ganzen Partie. Wir haben getrockenbürstet, holen ein bisschen Details raus, haben die Base ein bisschen betont, nur bei der Flasche nur die initialen Außenkanten hervorgehoben, die was wir vorher geleert bzw. geglazed haben. Das Ergebnis, glaube ich, spricht für sich. Painting-Zeit gesamt waren für alle vier Miniaturen im Schnitt 30 Minuten. Ja. Exklusive Aufnahme und was Gott noch was natürlich. Das ist ganz easy peasy für jeden zu machen. Ist natürlich nicht zwingend die Airbrush notwendig, das geht genauso mit dem Pinsel. Ja. Ich hoffe, die Miniaturen gefallen euch. Im Anschluss von dem Video gibt es noch ein paar kecke Fotos von den Damen oder Herren. Ich weiß nicht mehr, ob das Männlein oder Weiblein sein soll. Aber es würde uns natürlich unglaublich freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt mit einem Support im Sinne von einem Kommentar, einem Like, vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr mit uns gemeinsam unseren Wahnsinn spreaden wollt in diese unendlich farblose Welt. Ansonsten sage ich herzlichen Dank. Ich hoffe, einige Leute haben vielleicht ein bisschen was mitnehmen können, beziehungsweise haben gefallen das Farbschema und verbessern das natürlich. Sonst wünsche ich noch einen schönen Abend und pfiat euch, Palim Palim, bis zum nächsten Mal. Ende.